Ja, mit Bastos, wo sind sie heute? Wie schön ist oder so, zu länger her. Ich glaube, erst am 24. Ja, cool. Ja. Die haben jetzt, glaube ich, aber irgendwie die Einreisebedingungen jetzt ein bisschen verschärft oder so. Thank you.
die sie begleitet haben, mein Bruder und er, die waren, haben sehr viel auch privat unternommen. Bis nach Indien sind sie gepilgert, auch getrennt und haben auch einiges beruflich, sondern auch andere Kulturen erlebt. Und das ist alles in den Jazz eingeflossen. Also mein Bruder hat alles andere als einfach komponiert. Er hat also diese Polyrhythmen da verarbeitet. Das werden Sie auch heute hören. Und Rudolf Hoch und Andi Luther am Piano, sie werden auch dieses Programm selber verwenden. Dann begrüße ich noch.
aktuelles, neu geschaffenes Programm sozusagen dagegen stellen. Ich arbeite schon ziemlich lange mit dem Rudolf zusammen, letztlich seit 25 Jahren, sowas. Plus, minus, also eher plus. Und es war immer interessant, dass der Rudolf mir erzählt hat von Rhythmus, was ich eigentlich noch nie gehört habe von anderen Leuten, nämlich Dinge, mit denen er sich beschäftigt, viel mit sozusagen Prozessen, die man im Körper irgendwie erstmal regeln muss und die man dann aufs Schlagzeug übertragen kann und Figurenabläufe auf die eine Weise spielen und dann umdrehen, sozusagen links nach rechts, oben, unten und nach hinten und vorne vertauschen. Also hört sich ganz leicht an, ist aber unglaublich schwer und vor Nachahmung wird gewarnt. Da kann man sich leicht verletzen oder zu Hause einen Unfall haben. Jedenfalls, solche Dinge hat er mir erzählt. Und das Arbeiten natürlich, wenn man sich mit Musik beschäftigt, arbeitet sowas so langsam vor sich hin. Und da entstanden bei mir so Ideen, die sich mit diesen Dingen auch von der Klavierseite beschäftigt haben. Und so entstanden über die Jahre auch immer wieder Stücke. Und dieses Projekt haben wir jetzt in der starken Zeit von Corona entwickelt, wo wir einfach ein bisschen Zeit hatten und haben uns wieder zusammengesetzt und ein bisschen konkreter so Sachen angeschaut. Und jetzt kommen einfach ein paar Stücke dieser Schaffensperiode, also März 2021. Das erste Stück heißt Circle. Thank you.
bin ich aufgewacht und habe diese Worte abgeschrieben, was einer gesagt hat zu mir, ich muss das sagen. Das ist sowas, wie wenn man sagt, so irgendwas, aber das hat mich beeindruckt, weil es so komische Namen waren. Elders, Moray, Elders. Okay, und dann bin ich zum Arzt und habe gesagt, okay, jetzt machen wir ein Stück. Was auch so einen rhythmischen Dreher passiert. Und zwar, dass man den Bazar verwechselt. Also, kannst du mal kurz vormachen. Also, Sie haben zum Beispiel, hier haben Sie 1, hier haben Sie 2, hier ist 3, hier ist 4. Also in der Gymnastik sagt man, das sind Klanggesten. Also stark und praktisch und schnell und was. Wenn ich jetzt sage 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann habe ich so eine schöne Sache, die immer wieder von unten nach oben geht. Wenn ich aber die ganze Sache verschieben, dass ich immer woanders anfange, dass ich zum Beispiel sage 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, dann verschiebt sich das. Und wenn man das überträgt auf ein Instrument, kann man natürlich auch interessante Sachen gestalten. Und mit dem bin ich zum Andi gekommen und der hat dann ein Stück geschrieben. Das heißt eben so. Das passiert auf diesem lustigen Geschichten.
Super, nach einer gewissen Zeit habe ich gedacht, ich bin so eine kleine Lokomotive und gehe so vor mich hin und das war einfach ein total tolles Gefühl. Ich habe gedacht, irgendwann habe ich gedacht, jetzt probierst du mal beim Ausatmen einen Ton zu singen. Und dann sind dann Töne gekommen, verschiedene Töne. Und dann habe ich wieder an Andi gedacht und ich sage, Andi, wir treffen uns, ich schnaufe dir was vor und du probierst was zu singen.
bin dann so in 10 Minuten.